Vom Parkplatz aus dauert es nicht lange, bis man den Albtrauf erreicht. Der Pfad führt hart an der Hangkante entlang mit herrlichen Ausblicken in das Neidlinger Tal. Am Fliegerdenkmal für die Toten des Bosler steigt man schließlich steil zum Deutschen Haus hinab. Bald darauf erreicht man die Kernzone Bosler, einem Waldstück, in dem die Bewirtschaftung ruht. Kurz vor Heringen verlässt man den Wald und betritt die herrliche Neidlinger Streuobstwiesenlandschaft. An Heringen vorbei geht es nochmal den Albtrauf hinauf zum Naturschutzgebiet Erkenberg-Wasen, einer Wacholderheide mit wirklich stattlichem Orchideenvorkommen. Auch von hier kann man wieder einen tollen Blick in das Neidlinger Tal genießen. Durch den Ort Neidlingen und die umgebenden Streuobstwiesen wandernd erreicht man über die alte Steige wieder den Ausgangspunkt.